Herzlich willkommen auf meinem Mudikuli Channel. Ich bin Solo Laser und heute ein kleines Unboxing und einen großen Dank an Alexander Schölzchen für dieses tolle Paket. Ich zeig das mal eben kurz. Und zwar habe ich mir bei ihm was geordert und super netter Kontakt, wirklich super schnell geantwortet und ich bin echt begeistert, dass er mir das ermöglicht hat. Finde ich richtig klasse. Danke dafür. Ich blende euch auch mal hier den Shop von ihm ein. Wenn ihr was habt, wenn ihr was braucht, einfach kontaktieren, nachfragen, am besten über Facebook anfragen, ansonsten über die Shopseite. Ne? Ich packe mal beide Links unten in die Videobeschreibung, da könnt ihr draufklicken. Einmal der Facebook-Link direkt zu ihm und einmal sein Shop, und zwar Spielzeugkiste Arpen. Beides unten in der Videobeschreibung, und ich möchte euch zeigen, was ich da von ihm bekommen habe. Und zwar, tada, ja, richtig geil. Finde ich richtig stark von ihm, dass er mir das ermöglicht hat. Weil eigentlich kommen die aus Italien. Und so wie es aussieht, hat er mir seinen Satz gegeben. Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn es so sein sollte, dann bedanke ich mich trotzdem herzlich dafür. Und ja, das sind vier Reifen für mein Auto. Und zwar den GT8. Und das sind richtig geile Reifen. Oder von Hören und Sagen. Die sollen richtig krass sein für Speed. Und da bin ich richtig gespannt drauf. Und ja, die fühlen sich auch schon richtig krass an. Schön verklebt, gut verarbeitet, kann ich eigentlich gar nichts sagen. Sehen echt super aus. Profil sieht auch echt gut aus. Und ja, hiermit werden wir wohl kein Balloon haben. Das werden wir aber alles noch testen. Wie gesagt, ich bedanke mich herzlich bei Alexander Schölzchen für die Reifen und für den schnellen und reibungslosen Ablauf. Also wirklich top. Super Kontakt, hat mich richtig gefreut. Und wenn ich wieder was habe, melde ich mich. Danke hierfür. So, dann noch was anderes. Dann kam noch was von CS Elektronik. Und zwar habe ich mir hier was weiteres geholt. Und zwar habe ich mir hier einmal ein T-Shirt geholt. Das zeige ich euch gleich. Und noch Klingen. Und dann ist hier noch so ein bisschen Werbung drin für HPI etc. Und eine Gummibärenpackung. Ich finde das super, ey. Ich finde das einfach klasse, dass sie sowas machen. So, und zwar haben wir hier einmal EDS Ersatzklingen. Und da möchte ich euch echt einen brandheißen Tipp geben. Ich bin für sowas immer offen. Da kommen wir aber gleich zu. Einmal das T-Shirt. Ja, das ist das Nosram T-Shirt, das ich mir geholt habe. Richtig krasse Qualität. Wie eben schon gesagt, made in Türkei. Aber die Qualität ist wirklich der Hammer. Fühlt sich an wie so ein, ja, als wäre der Stoff so spreizbar. Und ja, richtig geiles T-Shirt von Nosram. Hier auch noch mit der Seite so ein schöner Aufdruck. Und hier hinten haben wir auch nochmal einen Aufdruck. Die Qualität ist wirklich sehr gut. Also ich bin wirklich beeindruckt. Aber der Geruch ist so ein bisschen, naja. Also der Schriftzug hier oben, das ist übrigens nur der hier. Alle anderen nicht. Der riecht so leicht, kennt ihr, so Essig. So ein bisschen nach Essig riecht das. Aber das ist nicht schlimm. Ein bisschen lüften. Und ja, geiles T-Shirt. Gefällt mir richtig gut. Werde ich jetzt immer zum Fahren anziehen. Ich wollte mal auch so ein RC-T-Shirt mir holen. Aber ohne Namen oder so. Ich habe mir jetzt hier nicht meinen Namen irgendwie drauf stecken lassen oder so. Das finde ich ein bisschen albern. Kommen wir zu den EDS-Imbus-Schlüsseln. Und zwar ist mir, das wisst ihr noch nicht, das kommt erst. Ich habe ja schon zwei Tagebücher abgedreht, und da ist mir in dem einen Tagebuch bei den Differentialen der 2 mm Turnigy weggebrochen, und daraufhin habe ich mir jetzt hier von EDS Ersatzklingen geholt, und das ist echt ein Tipp. Ich weiß nicht, wie gut die sind, deswegen gebe ich dafür noch keine Empfehlung raus. Das will ich ja testen in dem Video. Ich habe auch noch Aeromax bestellt, die kommen auch demnächst, goldene Ersatzklingen, und wenn die gut sind, gebe ich euch den Tipp, holt euch die Ersatzklingen für eure Schraubendreher, weil die kosten nur 3,80 Euro das Stück, und 3,80 Euro ist wirklich günstig, wenn ihr noch die Schäfte habt, also sprich die Griffe. Ja, und da habe ich hier einmal 1,5, 2 und 2,5 mm geholt, und da bin ich mal gespannt. Also von der Verarbeitung muss ich sagen, sehen die richtig scharf aus. Sorry Leute, jetzt wurde gerade das Bild unterbrochen. Wo war ich stehen geblieben? Ja, die möchte ich mal testen in meinem Video, und dann gucken wir mal, was die taugen. Ich werde auch noch die Aeromax dann testen, was die taugen. Und ja, da schauen wir mal. Auf jeden Fall sehen die ganz gut aus, und die werdet ihr in Part 3 sehen. Da werde ich sie dann benutzen. Und dann schauen wir mal. Und wenn die gut sind, wie gesagt, für 3,80 Euro das Stück, kann man echt nicht meckern.
Und wenn die gut sind, dann schauen wir mal. Ich möchte sie euch nochmal kurz zeigen. Die Spitzen sehen echt super aus. Super verarbeitet. Und da schauen wir mal. Gut, das war's mit dem Unboxing. Ich bedanke mich. Ich bin's, euer Laser. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss.